Nein, das ist kein Charming, das ist ein Charming F***. Überall mal andocken. Rumblasen. Schwul. Ich bin jetzt leider nicht wie dieses Format irgendwo in Thailand am Meer, aber über meine Aussicht aus meinem Arbeitsplatz kann ich mich jetzt auch nicht wirklich beschweren. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 von Charming Boys, irgendwo in Thailand, glaube ich. Die Resterampe, der RTL Reste Trash von Prince Charming wurde genommen. Die schwarze Tonne haben sie ausgeleert in Thailand und dort finden sie jetzt alle zusammen. Viele Jungs, die miteinander, ineinander alles machen können, was sie wollen, womit sie sich zufrieden fühlen. Ach Scheiß, trägt das Mikro mal nicht an. Mikro ist jetzt an und ich erkläre gleich noch ein bisschen weiter, was wie was funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei diesem weiteren Bumsformat und los geht's. Es waren einmal Männer, die bei Prince Charming ihre große Liebe suchten. Es waren nicht nur, ich glaube, es sind immer noch Männer und sie suchen nach. Hier auf Koh Samui bekommen sie eine neue Chance. Nutzen sie sie auch? Wow, was für ein Paradies. Cheers. Auf Charming Boys. Getrunken wird natürlich wie in jedem Format und die Boys, Schwestern oder was auch immer, solange es keine weitere RTL-Incest-Story gibt, wie bei allen anderen Bumsformaten, ist alles okay. Habt ihr Bock auf Spritzen und Partys? Yeah. Mama, sorry. Es wird teilweise, glaube ich, extrem pervers, super, super ekelhaft, aber auch einfach extrem sexuell, wie es sich für ein richtiges RTL-Puderformat gehört und wie wir es auch schon bei Prince Charming des Öfteren sehen mussten. Rammelhasen, richtige Rammelhasen. Bei der Gentleman's Night geben die Charming Boys ihrem Couple-Partner eine Krawatte. Motherfucker, ey. Nur als Couple ist der Verbleib in der Villa gesichert. Also im Prinzip ist es sowas wie Love Island, nur halt nicht live, sondern schon abgedreht und nicht mit hetero, sondern mit homosexuellen Pärchen. Und es wird wahrscheinlich viel mehr Karnickelgerammel geben als bei Love Island. Dort ist ja alles eher so in die Blümchenrichtung. Bist du doch nicht drin für Rache. Am Ende nicht gewinnst. Nein, das ist kein Charming, das ist eine Charming F***. Ja, natürlich. Eine Prise Asozialität, Beleidigung und Hass ist in diesem Format, ist in diesen Formaten auch immer vorhanden. Das ist aber auch hier ästhetisch. Ach, sollte ich der Erste sein? Hi, I'm the problem. Ich bin der Erste. He's the problem, it's he. Him. Und das war er doch schon bei der Jungs-WG, oder nicht? Nur damals war Aaron noch so ein halbes Baby, als er mit, keine Ahnung, 11 Jahren dort war oder so. Ich bin Aaron, ich bin knackige 28 Jahre jung und man könnte mich aus der legendären ersten Staffel kennen. Naja, die erste Jungs-WG habe ich geschaut, die erste Staffel Prince Charming habe ich nicht geschaut, aber hallo gelber, gelbliebender Typ. Vielleicht ist auch im Gedächtnis geblieben, dass ich den Prinzen bei einem Einzeldate zum Kotzen gebracht habe. Ich glaube, ich gehe mal kurz auf Flo. Okay. Boah, dann hoffen wir doch mal, dass der nächste Typ, der gleich ankommt, seinen Mageninhalt beim Anblick vom gelben Typen in sich behalten kann und dann erst später kotzen wird. Kleiner Spoiler. Und ein weiterer Sonnenschein. Hallo? Gelb, ich sehe gelb. Hallo? An den kann ich mich erinnern, der hieß Tim, Tom, Timothy, irgendwas mit T am Anfang und M am Ende. Tam? Ich war in der vierten Staffel von Prince Charming und im Finale wurde ich dann abserviert. Aber hier wird wieder aufgewärmt und frisch aufgetischt, damit jeder mal bei jedem naschen darf. Ich will dieses Jahr heiraten. Ich meine, ihr habt ja wohl nicht gedacht, dass ihr dieses Format ohne mich machen werdet, oder? Die Schwester ist zurück. Die Schwester, finde ich, schaut aus wie ein Mario. Vielleicht die Marionette und sie kann sich definitiv nicht nur auf einen Typen konzentrieren. Weil man kann auf der Party tanzen, man kann auf der Party tanzen. Überall mal andocken. Und was ist ihr noch wichtig? Ist eigentlich ganz einfach. Hauptsache, der hat Spaß. Ich merke schon, das Klischee eines Bumsformats wird definitiv wieder erfüllt mit dem Format. Nein, das ist die Schwester! 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 Nein! Doch! Der Gott hat mich erhört! Ich bin der schwule Gott. Ja! Oh, süß. Jetzt haben wir schon die Kirche im Format. Dann fehlen nur noch die kleinen Kinder. Alter, das ist so ekelhaft. Es ist überhaupt nicht lustig. Aber gut, ich meine, die Schwester zu zerlegen ist auch suboptimal. Vor allem, wenn Gott zuschaut und na, das ist alles irgendwie eine, alles irgendwo eine Incest-Family wieder. Nein. Ich wollte dem einfach nur auf den Arsch hauen. Darf ich? Ja, weil der ist, irgendwie größer geworden. Ja. Nein, nein, nein. It's Martin Angelo, period.
bin ich jetzt schon ein bisschen verstört? Ja, ich würde sagen, ich bin es. Denn ich habe in den ersten Minuten definitiv kein Po-Gebegrapsche erwartet und auch kein Po-Implantat. Das ist irgendwie jetzt schon ein bisschen zu viel für meinen Kopf. Come on, das sieht einfach mega gut aus, oder? Oh mein Gott. Ihr wisst ja, ich halte von künstlich nicht viel. Ich mag lieber sowas Natürliches. Offensive? Ich wollte gerade sagen, wie soll man denn heute hier irgendwie was machen? Also, zufriedenstellend. Eng zwar, aber eng ist ja nicht immer was Schlechtes, wie ich von den Schwulen gelernt habe, ne? Der klingt wie so eine Lache von einem perversen alten Typen. Naja, die Bettsituation ist definitiv gut für eine Massenorgie, wird vielleicht auch stattfinden, aber um normal ruhig zu schlafen, ohne erstickt zu werden, ist es schwierig. Warte mal, in welcher Staffel warst du? Warst du nicht der, der einen Freund hatte? Ja, das ist in der Beziehung. Hast du aktuell in der Staffel? Können wir das direkt wissen? Hab ich nicht. Also gerade hast du keinen Freund. Ach, nee. Aber auch wenn er einen hätte, wäre es eigentlich kein Problem, solange die Beziehung eine offene Beziehung ist und die beiden noch eine dritte Person drin haben wollen. Aber Akzeptanz ist in dem Format anscheinend nicht wirklich angekommen. Ja. Ehrlich gesagt finde ich den voll scheiße. Naja, und hinterm Rücken beleidigt wird auch sofort. Krass, da kommt jemand. Doch. Schwul. Aber das kann man zumindest sagen, es wird wahrscheinlich stimmen in dem Format. Ich fand in der Staffel auch total süß, aber genau das, was du meinst. Das Gegenteil. Also nicht scheiße, sondern so gar nicht da. Das ist mir immer bei den Prince-Formaten aufgefallen. Es wird immer beleidigt. So, ich verstehe nicht, wieso die Typen und Mädels dort gleich beleidigen müssen. Wird immer groß von Akzeptanz geredet, aber dann... Ich finde den auf jeden Fall so cute. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir schwimmen irgendwie auf einer gleichen Wellenlänge. Ja, hoffentlich saufen sie dabei nur nicht ab. Ja, das werden sie, aber definitiv, und zwar im Alkohol. Aber warte, stopp mal. Hat er nicht gerade über denselben Typen gesagt, dass er scheiße, aber nicht ganz scheiße ist und jetzt auf einmal findet er ihn ganz super? Der nächste Charming Boy, Kevin, diesmal nicht allein zu Hause. Das Beste kommt ja immer erst zum Schluss, nicht wahr? Nee, denn er ist definitiv nicht der Letzte heute, aber auf jeden Fall ist er so einer, der auf den ersten Blick, finde ich, nicht ganz sympathisch rüberkommt. Er ist ein netter Sympathieträger vor dem Herrn. Oh Gott. Nein. Ach du Scheiße. Mir bleibt aber auch gar nichts erspart hier. Und Kevin ist bei den anderen anscheinend auch nicht ganz so beliebt. Er ist niemand, den die Show braucht anscheinend. Aaron wäre auf gar keinen Fall mein Typ. Ja. Also zu Kevin kann ich eigentlich nur sagen, ich liebe ihn. Ich liebe Kevin. Na dann, ihr Charmings, dann knallt mal die Korken und vielleicht auch euch gegenseitig gegen die Wände und los geht's. Ich hatte mit keinem von den 5 Männern was. Komisch irgendwie. Habe ich mit einem mal rumgemacht? Wirklich komisch irgendwie, weil eigentlich ist es in der RTL-Bums-Familie so, dass jeder schon zu irgendeinem Zeitpunkt mal in irgendeiner anderen Person drin gesteckt hat. Naja, er kann sich bestimmt nur nicht erinnern. Sag, worüber wolltest du jetzt lästern? Ich bin ganz ohr. Ich will nicht lästern. Ich rekonstruiere nur. Du bist dich gegen Aaron verbünden. Oder mitverbünden. Gott, warum sind wir dann hier? Wir gegen den Rest der Schwuppen da draußen. Stimmt. Genau, es wird jetzt schon abgesprochen. Eigentlich geht es in dem Format darum, seinen Lieblingsstock zu finden, um sich da ein Leben lang festzuhalten. Aber nein, es muss direkt eine Taktik gefunden werden. Es muss geplant werden, wie man zu diesem Preisgeld am Ende der Show gelangt. Wir haben auch nur uns. Ja. Deswegen sollten wir vielleicht... eine Allianz bilden. Es geht hier um Liebe. Oder notfalls auch um eine Zweckgemeinschaft. Genau, und das ist halt wieder ein bisschen blöd, dass es am Ende im Endeffekt nur um dieses Preisgeld geht. Denn einige Personen wollen dieses Preisgeld ein bisschen eher haben als andere und sie werden anscheinend alles dafür tun, um an die 10.000 Euro ranzukommen. Martin geht seinen Weg. Hallo. Nicht schon wieder, ey. Scheiße. Martin ist geblendet, er hat so viele Typen um sich herum, so viele Dingeldongles, da kann er sich nimmer konzentrieren und übersieht auch mal eine Scheibe. Wie ich das appreciate, dass wir hier alle zusammen sind. Das ist voll schön, der Vibe ist voll gut. Es hätte ja auch richtig fotzig sein können. Es hätte auch richtig richtige Bitches sein können. Ja, es hätte richtig fotzig sein können, aber wir viben so richtig auf einer geilen Wellenlänge. Und das ist richtig nice, weil wir uns so geil flowen miteinander. Wie angegeilt auf einen Mann kannst du sein bezüglich... Das merkt man das? Ja. Boah, ich kann das ja auch nicht verstecken, ne? Krass. Schatz, ich finde ihn mega geil. Martins Geilheitsskala, die hat ein neues Niveau erreicht, aber da finde ich es ein bisschen schade, dass es noch kein Boom-Boom-Zimmer gibt, wo die Jungs auch mal ihren Druck ablassen können, ohne die anderen zu belästigen. Nenn die Kirche beim Dorf. Nein, Schatz, das heißt
nenn das Kind beim Namen. So, oder lass die Kirche im Dorf. Ja, oder lass die Kirche im Dorf. Wie nennt man das? Wie auch immer, ob die Kirche im Kind oder das Kind in der Kirche, verwendet schützendes Material dazwischen. Vielleicht wartest du auch erstmal ein oder zwei Nächte ab, bis du von sowas wie Verliebtsein sprichst. Ich bin echt verknallt. Ich könnte mir vorstellen, mit dem... Ja, ich weiß, es ist total gestört, aber es ist so. Ein etwas gestörtes Verhältnis, wenn man direkt flattern möchte. Aber es kommen jetzt tatsächlich nochmal neue Jungs rein, die auch mal was machen möchten. Ich bin Rudi, ich bin 36 Jahre und ich bin zum ersten Mal dabei bei einer Charming-Staffel. Und Rudi mit dem Rüssel, der sucht nach einem Abenteuer, you know, you know. Hallo? Oh mein Gott! Wer sind die? Das sind die Nachbarn. Ja, das sind sie, aber bitte nicht gleich anrammeln. Was sollen sie über euch denken? Frischfleisch. Ich glaube, Instagram. Du folgst mir. Du folgst mir auch. Dachte ich's mir doch. Über irgendwelche Ecken, Kanten und Löcher kennen die sich alle. Die sind voll vernetzt. Was bist du vom Sternzeichen? Skorpion. Also Sebastian ist echt richtig cute. Ich muss gestehen, dass ich mit ihm irgendwie auch auf einer Wellenlänge schwimme. Das war wieder Mario und er möchte wirklich alles annaschen, was nicht sofort wegschmilzt, wenn man es anspritzt. Hier kann diesmal jeder mit jedem. Aber davor gibt's erstmal andere Probleme, die im Popo stecken. Ich habe Blähungen. Und drittens, warte. Oh, geil. Oh, das tat gut. Also vielleicht findet er das ganz angenehm, aber ich weiß nicht. Ich stöhne nicht, wenn ich Luft lasse. Sebastian hat irgendwie etwas so sexy-mäßiges und gleichzeitig so etwas Nahbares. Deswegen ist er für mich so greifbar. Und was ist sonst noch greifbar bei den Jungs? Natürlich alles, was man mit großen Händen gut umfassen kann. Alter, willst du mich verarschen? Du hast ja Riesen. Ja. Finger. Da sieht alles sehr klein drin aus. Tut mir leid. Du, damit komme ich klar. Ja. Es gibt wirklich andauernd und überall Witze über Pimmel und Andeutungen über dies und das. Und es ist alles irgendwie mit einer Spritzgefahr versehen. Doch manchmal spritzt es etwas unkontrolliert. No. Oh. Oh, guck mal, wie schön das ist. Ja, extrem. Oh, guck, jetzt Sperma. Man merkt langsam, es ist spät geworden in der Jungs-WG. Die Lockenköpfe, sie sind auch schon betrunken, ziemlich müde und die Kugeln sind kurz vorm Platzen. Da vorne ist so ein kleiner Hubbel in deiner Badehose. Da. Besser? Nee, er ist genauso ja, da. Ja, gehört halt dazu. Einen kleinen Stecher hat der große neue Typ. Mich wundert es auf jeden Fall, dass gestern nach der geilen Poolparty nichts abgegangen ist. Dass da nirgends mal reingeguckt wurde. Ja, denn es wurde letzte Nacht nur gekotzt. Schwierig. Schwierig ist das nicht. Und der erste Kuss, der war so schön, dass am nächsten Morgen direkt nochmal daran gedacht wird. Guten Appetit, jetzt erstmal Frühstück. Weil er hatte ja quasi die Fahne in 50% der Gruppe gesteckt. 6 Scheiben auf einmal, wie faszinierend ist dieser Toaster bitte? Es ist mit dir wie mit einer Atombombe, ja? Taktisch ganz gut, aber im Endeffekt leiden alle drunter. Und du bist wie die Kakerlake, überlebst die schlimmen Angriffe und keiner findet's gut. Wow. Ich glaube, der Oberlippenstrichbart Aaron und der unsympathische Mike, sie verstehen sich nicht ganz so gut. Vielleicht hassen sie sich sogar ein kleines bisschen. Soll ich dir in den Mund spucken? Ja, nein. Hier sind Kameras. Ist doch geil. I'm a fucking crazy bitch. Ja, ich bin wirklich gestört. Das hat er jetzt wieder selber gesagt. Aber so wie er die Männer durchtauscht, wie er überall mal naschen möchte, ist es auf jeden Fall keine entspannte Geschichte. Er ist wirklich ziemlich durcheinander mit den Typen. Die denken immer, ich bin so eine aufgedrehte, laute Tunte irgendwie. Aber gleichzeitig bin ich so ein ruhiger. Naja, ein bisschen aufgedreht war diese aufgedrehte kleine Tunte schon, denn er wollte, wie gesagt, bei jedem mal reinschauen. Die Sonne scheint Martin jetzt direkt ins Gesicht. Schwester, guck mal, wie braun ich geworden bin. Bist du? Ich bin auch. Gut, oder? Martin war genug in der Sonne und hat mindestens genauso viel gesoffen. Und das sollte er definitiv mal ein bisschen zurückschrauben. Ich war echt Knülle. Es geht gar nicht. Aber ich mach jetzt weiter. Trinkst du jetzt? Ja. Yeah. Komm. Ich bin einfach auch nur so verblüfft, dass Martin auch niemals aus seinen Fehlern lernt. Ja gut, Martin ist halt, wie soll man das sagen, ohne ihn gleich zu beleidigen. Er ist vielleicht ein bisschen hängen geblieben in der Pubertät, wenn man das nett ausdrücken kann. Er rammelt sich halt ein bisschen so durchs Leben, aber weiß nie wirklich, wo er als nächstes sein wird.
Martin ist für mich auch so ein komplettes Mysterium, weil da ist dieser Martin und dieser Martin. Das ist so, hä, wie viele Persönlichkeiten hast du? Mehr als eine. Und genauso geht er mit seinen Unterhosen und mit den Typen um, denn heute hat er die, morgen die und übermorgen die dritte. Meinst du, ich war gestern zu billig? Ein bisschen. Ja, du hast dich schon geöffnet. Naja. Ja. Zumindest nicht anal. Ich bin tatsächlich jedes Mal fertig, wenn ich eine dieser Folgen durch habe, weil es ist einfach so viel. Es ist viel auf einmal, viel Neues und... Also Sebastian ist für mich irgendwie, hat sich in Luft aufgelöst. Ich habe gar kein Interesse mehr an dieser Person, wenn ich ehrlich bin. Voll gestört, ne? Von einer Stunde war ich noch in Love, jetzt nicht mehr. Da stimme ich ihm zu, das ist echt ein bisschen gestört, denn er hat eine Aufmerksamkeitsspanne von einem 11-Jährigen, der auf TikTok drauf scrollt. Er kann sich keine 2 Sekunden konzentrieren. Jetzt ist Philipp wieder da. Oh mein Gott. Ja gut, Hauptsache Martin hat eine neue Stange zum Festhalten. Oh geil, ist Schlagermo. Wie findest du? Nee, sieht gut aus. Hose jetzt, ja? Ja, die ist doch ganz dünn. Mag ich. Oh nein, ab April gibt's bei mir keine langen Hosen mehr und in Thailand ja sowieso nichts. Wir machen jetzt nämlich eine Swingerparty. Ich finde auch seine Brust extrem heiß. Aber die Jungs, die wollen natürlich nicht nur ihre Körper spüren und fühlen, sie wollen auch einen runterkippen. Ich will saufen, ich will rummachen, rumblasen, rumeiern und versuchen, nicht darauf zu kotzen, bitte. Kommt hierhin, liebe Lovebirds. Wer hat Lust auf ein wenig Zweisamkeit? Die Charming Suite ist für euch geöffnet. Ach, es gibt also doch eine Höhle zum Pudern. Ist auf jeden Fall eine coole neue Sache. Und heute dürfen schon 2 Jungs da rein. Ich freue mich. Ich freue mich auch. So, ich ziehe auch den Rock aus. Ja. Du bist so... Oh Gott. Wie genau es da weiterging, was hinter dem Vorhang passiert ist, das sehen wir hoffentlich nächste Woche nach dem Temptation Island am Freitag. Das werde ich für Schwänze geben. Der schwule Gott hat uns erhört. Das ist kein Charming, das ist ein Charming Pop. Es geht asozial weiter. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal da oben kostenlos abonnieren. Hier oben gibt's Temptation Island, hier unten Ex on the Beach, die neue Staffel. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, alles Liebe und ciao, ciao. Ich gehe jetzt spazieren.